Liebliga! Aber zum Beispiel, auf der Gamescom, falls ich dahin gegangen wäre, hätte ich mich gefreut, so ein paar Matches zu sehen. Ja, natürlich, ja. Da habe ich das auch immer gemacht, ja. Ich denke auch, ganz ehrlich, das wird es noch geben. Auf der, also im BlizzCon, Gamescom-Setting wird es auch weiterhin noch so Pro-Gamer-Matches geben. Verfluchtes Tal, soll ich wieder den hier machen? Ja, mach es doch. Okay. Selbst der Megazord hat den letztens gespielt, als mit dem Teamliga gemacht hat. Tatsächlich, tatsächlich. Boah. Ich bin auch gestalkt, der hat drei Matches davor auch Leoric gespielt und war sehr begeistert. Ah ja. So ist er. Meister lernt von dem Schüler. Ja. Der Padawan schlägt seinen Meister, ja. So ist er. Ich gut mit dem. Ich hatte mit dem, ich glaube, 4 Matches gespielt und davon 3 gewonnen. Ja. Ja, ich hatte das gesehen. Irgendwann die Tage war das, da habt ihr gespielt, ne? Gestern, vorgestern, irgendwann? Beides. Gestern 2, vorgestern 2. Oh. Ja, ich hatte leider keine Zeit, aber hatte ich kurz gesehen. Jetzt wird gedankt. Das ist natürlich bitter, ne? Wir haben echt wenig Wave Clear gegen die. Tja. Ich bitter dich. Naja, ein paar nice Würfe. Weißt du, dein Leoric hat da gehatet, der Megazord. Du kannst das ruhig sehen im Video, wenn du das hier siehst und hörst. Hat er denn echt gehatet? Ja, nicht gehatet. Das wäre übertrieben. Aber er war halt nie so ein großer Fan, ne? Genau wie von meinem Garrosh. Ja, wobei man sogar recht gegeben, dass Leoric auf fast jeder Map gegen fast jedes Setup funktioniert. Ja. Ich war ja auch lange Zeit skeptisch, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mich auch überzeugt. Durch den Skill. Den Skill. Ja. Der Flexible. Warum? Ich hab jetzt vorhin solo nochmal eine Runde gespielt, weil gab plötzlich ganz viele Squishies im Gegnerteam waren. Aha. Mit Auto-Attack-Bild. Aha. Das ging auch cool ab. Glaube ich. Viele Squishies, ne? Ja. Auch ein Abateur im Team, der natürlich keine Attack-Speed genommen hat, der Vollidiot, aber es hat trotzdem gereicht. Ja. Ja, ich denke auch, der Megazord, also das sagt er mir ja auch, ne? Der Garrosh, der hat so eine Combo. Der kann im Prinzip mit dem E einen nach hinten schmeißen und wenn er dann das Q dahinter macht, dann kann er den er nach hinten geworfen hat, theoretisch nochmal stunnen. Aber ich sag mal so, ist sehr schwer zu treffen, ist auch unrealistisch, dass man das immer trifft. Und ich finde das auch ehrlich gesagt nicht so wichtig, weil wenn ich einen nach hinten schmeiße, dann entweder das Team pumpt den weg oder halt nicht. Also es macht jetzt nicht so den gigantischen Unterschied. Ja, wobei es natürlich immer besser ist, wenn, ne? Aber ich sehe das auch so. Das ist wie mit den nicen Hooks. Ich meine, die können spielentscheidend sein, aber man muss jetzt auch nicht extrem gehatet werden, wenn die mal daneben gehen. Ja. Ja, und das nächste Ding ist halt auch, was der Megazord, glaube ich, in dem Bezug auch manchmal vergisst, dass man den Stun vom Garrosh, den Q, ja eigentlich vorher einsetzt, um den überhaupt werfen zu können, dass man nah genug rankommt, weißt du? Und wenn ich den aufspare, dass ich da keinen Cooldown habe, damit ich das mit der Combo machen kann, dann würde ich ja gar nicht erst zum Wurf kommen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist schwierig, kann man so nicht pauschalisieren. Und ich habe auch ein paar Master-Garrosh-Plays mir angeguckt und die machen auch nicht ständig die Combo, also sehr selten sogar. Deswegen, Master, hättest du diese Woche mal, ich meine, klar, wir sind jetzt im Video, was weiß ja keiner das Datum, hast du zufällig die Woche mal Zeit, ich könnte vorbeikommen, ich habe Urlaub schon.
Ja, bestimmt. Bestimmt. Können wir wieder 2v2 live machen? Ja. Können wir machen. 2v2. Ja, wenn 2v8 eingestampft wird, dann wird es tatsächlich auf 2v2 hinauslaufen. Ja, nee. Also wie gesagt, ich habe da ja auch gerade im Video schon von gesprochen. Ist natürlich bitter, Heroes of the Dorm, HGC eingestellt, aber wer weiß, ob das so bleibt. Vielleicht machen die das jetzt ein Jahr nicht oder so, oder sie ziehen es, überlegen es jetzt doch wieder zu machen durch den ganzen Shitstorm, man weiß es ja nicht, ne? Und dann, ich jetzt verstanden habe, liegt es aber auch zum Teil am Geld, aber zum anderen ja. Teil auch daran, dass die kreativen Leute in anderen Projekten brauchen. Ja, ja, ja. Und mal ehrlich, nur weil da jetzt 2 oder 3 Events nicht mehr passieren und ein paar Mann abgezogen werden, heißt das ja nicht, dass das Spiel plötzlich tot ist. Das ist einfach Quatsch. Ich würde da einfach nicht einen Teufel an die Wand malen. Den Casual-Spieler hat das eh nicht interessiert. Aber der Casual-Spieler wünscht sich doch, bei diesem Turnier dabei zu sein, die Kohle abzusagen. Ja, nee, glaube ich nicht. Doch, darum geht es. Ich glaube, der Casual-Spieler. Nach Feierabend mal eine Runde oder so, oder mal am Wochenende, so die typischen Wochenendspieler, die uns die... Ja, ja, die haben wir jetzt ja auch übrigens wieder. Ja, die uns die Games versauen. Das sind die... Denen ist das völlig egal. Leo Solo? Of course. Ja, die Saya ist nicht schlecht, die passt gut auf. Ich kämpfe an vorderster Front. Easy! Nice Würfe! Haben wieder zugeschlagen. Ja, lass die ruhig näher kommen. Ich schmeiß sie über die Wall. Lass sie näher kommen. Helden, sonnt mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren. Läuft das schnell? Ach, schade, ey. Okay, und ein Objective. Schade, ich hab gehofft, ich krieg einen Swishy. Oh, 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 oh! Ja, sehr schön gemacht. Oh nein, der tötet mich! Ach. Kurz Pull. Nicer Wurf.
Schön. Ach, schade. Ich dachte, den kriegen wir noch. Raid Automana, ne? Hopp! Hopp! For free! For free! Ah, die Ah, es hat gereicht. Ja. Ich finde das so geil. Du stehst einfach im Busch, wartest, bis einer kommt und schmeißt ihn nach hinten einfach. Und dann ist er tot. Stell mich hier wieder im Busch. Für einen eventuellen nicen Wurf. Boah, ich glaube, die sind schon richtig, richtig genervt. Fünfmal abgeholt worden. Hopp! Ja, lauf nur! Ah, nein, hat der ein Glück. Tötet ihn! Ja. Oh, die ist overextended hier. Aber richtig. Boah, die springt auch noch freiwillig rein. Was geht? Hopp! Nicht mit mir. So geil. Ja, ich loote mal, ne? Ja. Das muss drin sein in dem Spiel. Ach, wir dominieren richtig hart gerade, also mach mir keine Sorgen. Alles mit Garrosh leider immer im Early Game, ne? Und hinterher hat man dann die Probleme. Ja, ist schade, dass im Early Game, dass wir dominieren. Echt schade. Doch gut, Leo ist am Anfang ein bisschen schwächer. Okay. Ich bin eurer lächerlichen Streitsein überdrüssig. Zum Tribut und erreicht meine Kunst. Level 10 für Tribut Nummer 3. Perfekt. Vögelchen, Vögelchen bei mir, Vögelchen, Vögelchen for free. Ah, schade, okay. Lol. Ja, nice. Rainer gerettet. Ich gehe zurück, ne? Du bist alone. Ich muss den Falstad Amazon. Okay. Dein Ernst, Junge? Gerade einwerfen. Okay, ich geh hau mal ab hier. Ich hab kein Heal. Lass uns unten pushen, oder? Ja. Ich wollte nur ein bisschen zonen für dich. Mhm. Ja, okay, lass gehen, oder? Ah, ich gehe mal zu den anderen. Nein! Ah! Ah, sehr gut. Ja.
Die haben sich zu sehr auf mich konzentriert. Ich kämpfe an vorderster Front. Ja, 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 ja. Komm, krieg ich noch einen? Krieg ich noch einen Heal? Krieg ich noch einen? LOL! Wie geil ist das denn, Mann? Hopp! Oh, lol! Der Fight, Mann, war so geil! Vorsicht, die kommen jetzt vielleicht zu dir. Die waren gerade noch Mitte. So geil. Den Reger gerettet mit dem Wurf und den anderen in den Tod geworfen. Nee, nice. Mich noch rechtzeitig gewarnt. Ja. Das läuft einfach gut mit dem. Ich kann mich einfach nicht beklagen. Ja. Ah, so knapp. Ja, unser Reger ist aber auch richtig gut, ey. Das muss man dazu sagen. Macht voll Spaß mit dem. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Hast du dann verfreakt? Oh, der Reger, der war greedy. Oh, der Reger. Ich rette den mal kurz. So. Jetzt warten die schon an dem Ding, um es einmal zu kriegen. Ja. Ja, das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr. Aber who cares? Ja. Oh. Ah, nee. Ah, es war nicht gut. Der hätte die Ulti nicht auf dich machen dürfen. Ja, oder halt vorher. Ja. Ja, das Blöde ist, also das Gute ist, wir haben noch alle Gebäude. Sieht gut aus. Die haben jetzt ihre ersten 4 Kills geholt, ne? Im Prinzip. Ah, das Blöde ist, wir haben noch keinen Keep. Egal. Nice. Sehr schön.
Monstrovia! Vögelchen. I need a healer. I'm looking up for the healer. Healer number 9. Garrosh mit Rega ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Weil Rega auch die ganze Zeit die Slows macht und so. Ja, ja, lass mal einen Boss holen. Stimmt schon. Ja. Dann müsste das Keep eigentlich fallen. Das. Wow, geile Ulti. Ah, alles hat mich gefokust, ey. Fokus Garrosh, ey. Unglaublich. Wow, krass. Jetzt doch noch mal über. Aber der Waschpuls? Waschpuls. Waschpuls. Ja, der ist gut, das stimmt. Aber schafft er trotzdem nicht das Keep, glaube ich, oder? Auch mit dem Minion bestimmt. Siehst du, da ist jetzt ein Katapult. Von den Gegnern. Ist ja auch, ist also. Ja auch los. Ja, nichts. Tribut sollten wir eigentlich nochmal contesten, ne? Wir sind jetzt wieder vollständig. Rayna kommt auch jetzt. Oh, der Rega, der soll nicht so weit vorne. Mach neben Boss, ja, oder? Ja. Oh, Baby. Das ist richtig bad jetzt. Das ist richtig bad jetzt. Oh, bad. Richtig bad. Egal, wir kriegen das Tribut wenigstens. Oh. Na, lauf einfach. Einfach laufen. Hoffentlich fällt das Top-Keep von denen, dann sieht das ganz gut aus. Was macht der Rayna da? Der braucht sich nicht opfern, ey. Das fällt auch so. Festung zerstört. Bin schon auf 20. Komm, das Bot keept noch. Komm, das Bot keept noch. Das wäre richtig geil. Aber die drücken durch. Ich glaube, die wollen finishen. Bot. X, kannst du voll vergessen. Komm, alle Keeps von denen, das wäre richtig nice. Ja, mit Keep weg, Bot Keep weg, easy. Easy. Ja, die hätten deffen müssen, das war richtig doof von denen. Die haben alle drei Keeps verloren, weil die den Curse nicht gedefft haben. Die waren ja gar nicht in der Position, mit dem Boss zu pushen. Krass. Idioten. Ey, richtig bad. Richtig bad gespielt, ja. Taktisch.
Ja, wieder Ulti, oder? Warum fokussen die eigentlich alle mich? Junge, Junge, Junge. Fokus nur Meta. Fokus Garrosh! Please, Fokus Garrosh! Komm, ich schmeiß dich rein, Rainer. Hopp! Oh. Okay. 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 Schade. Oh, der Rainer versucht's. Oh! Oh boy! So close! Coming! Coming! Klingeling! Blink! Blink! Ja, nice. Okay. Ah, close. Ah, das war knapp. Ich war zu low. Wir haben den Curse. Ja, ich denke aber, oder? Und schon mies. Ja, aber solange wir keinen Keep verlieren, ist alles gut. Ja. Wir müssen defen. Machen die unseren Boss? Nee, die haben zwei Tote. Nee, geht ja gar nicht. Die pushen. Wäre auch doof, einen Boss zu machen im Curse. Ja. Toplane sieht gut aus. Bot wird langsam fallen. Vielleicht hier so ein Easy Camp holen. Ich glaube, wenn wir das noch verlieren, dann weine ich. Ja, ist doch super gelaufen. Ich sehe die nicht, ne? Die sind nicht in Sicht. Und bei ihrem Boss wahrscheinlich. Ja. Ne, die checken uns ab. Die wissen, dass wir hier sind. Woher weißt du das? Ah ja. Können wir nicht mehr zurück, Mann. Oh. Oh boy. Hast du Ult? Marschier durch. Oh boy, ja, das ist jetzt schlecht, ne? Oh. Naja, wir hätten auch Asmodan bannen sollen. Ich weiß nicht, warum der Asmodan nicht gebannt hat, der Dude. Richtig ärgerlich. Weiß nicht. Ich glaub schon. Oh, Rega tot. Kriegen den Boss nicht gedefft. Kriegen wir nicht gedeft. So ärgerlich, Mann. Ja. Vor allem deren Chor ging auch down, ne? Von der Katapulte. Wir hätten es nicht abfarmen lassen sollen beim Verteidigen jetzt. Wenn alle nacheinander respawnen können, dann wäre es gut ausgegangen. Hm.
Ja, wir hätten vielleicht auch den Boss nicht machen sollen. Keine Ahnung. Richtig ärgerlich. Ja, aber das ist das, was ich meine. Im Late Game ist Garrosh halt irgendwie nicht so geil, ne? Sag jetzt mal eine Sache. Ich bin längst dazu übergegangen, nur, also hauptsächlich einen Helden